Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das neue Haus. Papa Wutz arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Was machst du denn da, Papa? Ich baue ein neues Wohnhaus. Das ist aber nicht groß. Ist es etwa ein Haus für Elfen und Feen? Nein, schau, das ist ein Modell. Das richtige Haus wird viel, viel größer sein. Aha. Die Zeichnung zeigt, was später alles gebaut werden muss. Ich glaube, da fehlt noch was, Papa. Siehst du? Peppa hat eine Schaukel vor dem Haus gezeichnet. Perfekt. Möchtet ihr das neue Haus gern sehen? Oh ja, sehr gern. Papa Wutz fährt mit Peppa und Schorsch zu dem Haus, das er gerade baut. Da sind wir schon. Aber Papa, da steht doch kein Haus. Das liegt daran, dass der Bau noch gar nicht angefangen hat. Bagger, Bagger. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz? Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mach den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Oh nein, man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut, bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein drauf gemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Es ist morgen. Peppa und Schorsch können es nicht erwarten, das neue Haus zu sehen. Es ist fertig. Es ist fast fertig. Jetzt muss es noch geprüft werden. Herr Löffel ist der Bauprüfer. Ja, sehr gut. Moment, es ist noch gar nicht fertig. Was? Sie haben die Schaukel vergessen. Muh! Oh nein, haben wir nicht. Dankeschön, Herr Bulle. Jetzt ist alles fertig. Unsere neuen Nachbarn können einziehen. Nachbarn? Genau, Peppa. Wir bekommen neue Nachbarn. Herr Wolf und seine Familie ziehen in ihr neues Zuhause. Schaut mal her, kleine Schweinchen. Hallo, ich bin Wendy Wolf. Ich bin Peppa Wutz. Danke, dass Sie unser Haus gebaut haben, Herr Wutz. Woraus besteht es? Aus Stroh oder Holz? Es besteht aus Steinen. Na, mal schauen, wie stabil es ist. Ich huste und ich proste und ich... es ist stabil. Und woraus ist Ihr eigenes Haus gebaut, Herr Wutz? Steine. Also vergessen Sie es lieber gleich. Oh, eine Schaukel. Die Schaukel war meine Idee. Die ist ganz toll. Und jetzt bist du dran. Kannst du mich anschubsen? Nein. Ich huste und puste dich lieber an.